Hallo und herzlich willkommen, liebe eSports Community. Mein Name ist Kai und ich war heute mit dem 99 Damage Caster Hetschinski und dem Jockey von den CC State Punks auf der neuen Map Ancient. Und was wir da über Ancient rausgefunden haben und wie man diese Map spielen sollte, seht ihr gleich. Jo, damit hat aber wenigstens keiner gerechnet. Da hat gar keiner gerechnet, ey. Ja, ich glaube, ich kenne auch keinen, der gesagt hat, jo, jetzt Ancient in Map Pool. Das wäre es eigentlich. Ja. Ich kenne genau eine Smoke auf dieser Map. Okay. Und das ist die, um die linke Seite in Mitte zu smoken. Das ist genau eine einzige. Von Spawn gleich. Ach, die, ach, oh, und, da. Die kam nicht an, ey. Das wäre peinlich gewesen, wenn die jetzt gar nicht gekommen wäre. Ja. Aber die kann man sogar ein bisschen verwerfen. Also, ja, das ist so ein... Von wo hast du jetzt geworfen? Von hier. Ja, von hier, von dem Baum. Aha. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal so... Ich würde damit anfangen, wie man diese Map wahrscheinlich anfängt, auf CT und T-Seite aufzubauen. Mhm. Weil da habe ich mir nämlich tatsächlich schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und durch dieses geaddete Plateau, was wir jetzt hier hinten haben, erinnert mich dieser Spot ein bisschen an den B-Spot von Dust 2, in dem man wahrscheinlich so ein 2-2-1-Setup spielt, beziehungsweise 3-1-1, dass man wahrscheinlich einen dedicated B-Spieler haben wird, der... vielleicht Second Dorf spielen kann, weil logischerweise kann man von hier oben gut zielen. Mhm. Jetzt, wo diese Box da ist. Ich denke mal, die Mitte wird dann sehr contested sein. Also man braucht mindestens dann wahrscheinlich einen Spieler, der so diesen Rotierweg hat. Einen Mittespieler, wahrscheinlich die Main AWP und zwei, die an B stehen, weil es diesen anderen Gang noch gibt. Also ich denke mal so 1-2-2, also 2 A, 2 B, 2 Mitte, eine A. Mhm. Könnte eine Möglichkeit sein. Oder halt komplett 2-1-2, dass man Mitte in Ruhe lässt, 2A, 2B, einer Mitte. Ich denke mal, so ungefähr haben sich die meisten Teams das erstmal gedacht. Weil ich glaube nicht, dass es viele Möglichkeiten für einen CT irgendwann geben wird, die Mitte zu contesten. Also wie ich das in der Operation aber mitbekommen habe, ist es tatsächlich so, dass du halt sehr einfach vom Timing her Utility hier unten in die Mitte werfen kannst. Und dementsprechend halt super gut diesen Hauptlaufweg in die Mitte blocks, ne? Also der Molotow fliegt rein und so, da musst du erstmal gegensmoken, um durchzukommen. Und da ist der Kampf um die Mitte, der definiert sich, finde ich, schon so ein bisschen, oder könnte sich so ein bisschen über die Smoke oder über die Granaten hier in der Mitte definieren. Und das Problem für die T's ist halt, wenn sie über die andere Seite in die Mitte reinkommen wollen, dann müssen sie ja auch erstmal hier an der Ausgrabungsstätte vorbei oder wie auch immer man das nennt. Und durch die Double Doors unten durchkommen. Ne? Ich denke, das ist so, als T immer in diese Double Doors hier reinzukommen. Ja. Für mich dann, für mich bedeutet das auf den ersten Blick zumindest Map Control, weil ich dann natürlich Druck auf die Mitte aufbauen kann. Ich habe gleichzeitig Druck auf den B-Spot hier. Mhm. Und dementsprechend für die Spieler, für die CTs, die dort stehen, die brauchen dann eigentlich relativ schnell Support oder eine Möglichkeit, dann verzögert nochmal auszuschließen, ob da jetzt hier in dem Gang jemand steht oder nicht. Ja. Deswegen die Mittekontrolle für die CTs, denke ich, zumindest in den ersten Games, bis die T's da so ein bisschen drauf klarkommen, sollten die CTs da erstmal Vorteile haben. Mhm. Ja, hier das Double, du kannst auch direkt von Spawn smoken, habe ich gerade schon gesehen. Genau, das hatte ich von Paddy gesehen. Ja, ja, genau. Ja. Ich habe auch gerade eine Stunde investiert. Und das ist genau dieselbe, wie Paddy hat. Genau dieselbe. Ich habe mich so gefreut, dass ich die gefunden habe. Schau ich auf Twitter und denke mir so, ne. Ja, die kommt nämlich genau rein. Ist das Laufen und Jump Throw, oder was? Genau. Und ich kenne den, ich weiß nicht, wo er anzielt. Deswegen. Ich zeig's dir. Ich muss wahrscheinlich weiter rechts. Genau. Also hier quasi mit der Wall. Und ja, dann ziehst du hier auf das fehlende Brick und Run Jump. Ach, da durch. Okay, ja. Okay. Ja. Und die kommt halt genau rein. Da muss man halt gucken, wie das mit den Timings, wie das fliegt. Mhm. Ja, ich glaube, ein T, die sich ja locker hier drüber flashen können, also über diese Door, die wird das, glaube ich, gar nicht so sehr abhalten. Ja, deswegen habe ich mir den Gedanken dazu gemacht, ob man nicht wenn man hier hinläuft, einen Molly über diese Wand werfen kann und dann quasi vorgehen kann und das quasi dann absmoken kann und dann hätte man ja quasi diese ganze Kontrolle über den Gang, weil niemand durch ist. Mhm. Das ist, was man vielleicht machen Meinst könnte. Du das in Kombination, die Smoke und dahinter der Molotov? Ne? Ja. Ja, okay. Ich denke mal, wenn das Timing nicht passt, kann man einen Molly wahrscheinlich irgendwie hier reinwerfen und wenn die Smoke dann irgendwo hier drauf landet, hat man das sofort und kann wahrscheinlich diesen ganzen Gang hier benutzen. Ja, ich glaube, was man da nicht unterschätzen darf, ist, dass du halt noch diesen Laufweg über diese Ausgrabungsstätte hast.
bei dem du als CT auch ruckzuck hier bist, ne? Das heißt, bis die Ts hier vorne sind, kannst du in dem Gang hier schon ein Kreuzfeuer aufstellen. Das heißt, auch hier müssen die Ts erst nochmal Utility investieren, wenn sie von hier überhaupt zur Mitte durchlaufen wollen. Und das macht die Mitte dann, finde ich, eindimensional, weil bevor ich von hier die Mitte anspielen kann, muss ich an zwei Choke Points vorbei als T, ne? Und das heißt, in der Mitte gibt es nur den einen Zugriffsweg für dich auf der T-Seite. Und das ist halt der Standardgang, den du am Anfang auch richtig gut abmollen kannst. Auf den ersten Blick, ich weiß nicht, wie du das siehst, Jocke, wirkt es für mich halt ziemlich CT-lastig. Vor allem, wenn man diesen Gang hier besitzt und man einen Spieler hier unten abstellt, weil der ziemlich einfaches Spiel hat, ja, kann man, glaube ich, als T, kann man, glaube ich, dann gar nicht mehr Mitte nehmen, wenn hier einer steht. Ja. Und der andere von hier oben dann einfach nur reinzieht, wenn ein Contact ist. Ich glaube, man kann das ganz einfach kriegt das einfach nicht mehr, ohne eine Smoke hier zu benutzen. Ja, das heißt, du müsstest aber hier irgendwie. Du könntest eventuell sogar noch boosten und du kannst sie auch noch reinflashen lassen. Das ja, genau. Also es ist halt schon. Die Mitte wird schon. Die kann schon richtig wild werden. Aber ich. Sind direktere Spot-Hits dann die Lösung? Ich glaube, während der Operation war es zumindest so, dass der A-Spot, glaube ich, der etwas beliebtere Spot war zum Angreifen. Weil du zumindest in dem Gang hier kleine Möglichkeiten hattest, als T noch ein bisschen zu arbeiten. Ja. Ist halt auch sehr wie das 2. Man kann hier einfach durchflashen. Das heißt, wenn man hier vorkommt. Ist halt echt das 2 pur, ne? Ja. Wenn man hier vorne close steht, eine Flash kriegt, ist man quasi hier draußen. Ich habe sogar schon Smokes gesehen, dass man hier absmoken kann. Das heißt, einen B-Explode ist natürlich jetzt ein bisschen schwerer, dadurch, dass es diesen Gang hier jetzt noch gibt. Der war in der Operation ja nicht da. Genau, der ist erst da. Aber ich denke mal, dass man, weil man ja vielleicht eventuell nicht direkt einen Rotate hier stehen hat, dass vielleicht diese Smoke und ein B-Explode halt relativ stark sein könnte. Weil auf das 2 ist es ja auch der meiste Spot, wenn B angespielt wird, sind das halt so Eco-Explodes, die da passieren. Ja. Und ich denke mal, das wird hier so ähnlich sein. Das ist halt die Frage, ne? Auf B ist ja die Contact Smoke, Entry Smoke, wie auch immer man die nennen möchte. Dieser Gang ist, finde ich, brutal lang, ne? Also du hast, klar hast du hier die Kreuzung noch, wo du dann zumindest nah rankommen kannst. Das ist super. Aber wenn du zum Beispiel dazu gezwungen bist, hier über den Gang zu laufen, ne, dann hast du diese ewig lange Distanz. Ja. Und ich finde, da brauchst du dann halt auch wieder eine Smoke, die du hier vorne. Also nicht hierhin, sondern die du dann hier in die Mitte knallst, die halt nach außen hin, zum Spot hin, ihre Rundung hat. Ne? Das Iglo hatte mir Alex eher das immer gesagt, nennt man das. Sodass man an den Ausgang ranschleichen kann. Und dann gibst du eine Flash drüber oder machst eine Tipp-Flash nach links, ne, und gehst dann halt rum und fightest um den Spot. Aber das ist halt, jeder Eingang zu den Spots ist eng und klein. Ne? Also es gibt keinen. Es gibt keinen großen Eingang oder so wie das 2A lang oder so, ne, wo du kämpfen musst. Das erinnert, finde ich, dann schon an Maps wie Inferno, wo du halt auch kaum breite Eingänge zu den Spots hast. Aber da sind hier noch die Wände so hoch, dass du da auch nicht mal irgendwie noch mollen könntest oder naden kannst. So als so ein bisschen Gegenwehr. Also da bist du schon echt trapped hier irgendwie auf Arme. Ja, ich weiß nicht, wie die Skyboxen jetzt sind, ob man hier, kann man da mit Smokes gut checken. Die wurden schon mal ganz gut geöffnet wenigstens, ja. Also nicht alles ganz offen, aber Smoke ganz hingeflogen ist. Aber ich glaube, man kann zum Beispiel auch hier von vor A hier hinten drüber smoken, ne? Ja, okay, die fliegt jetzt out of bounds, aber es ist nicht so dramatisch. Was ich von vielen gelesen habe, ne, so ein bisschen off Layout, dass die Map anscheinend auch performance-technisch noch nicht wirklich so stark ist. Zweites Cache. Ne? Ja. Ja, ein bisschen schlimmer sogar noch, weil ich habe gesehen, Elish hat schon gesagt, also in einem 10-Mann 128 Tick mit einem Rechner, der top ist, was die haben, 150 FPS Drops manchmal. Das ist schon stark total, Performance. Ja. Ja. Also da muss Valve halt relativ zügig nacharbeiten, was die Performance angeht, wenn sie die in den Active Duty Pool packen. Ja. Das ist halt dann auch eine Grundverantwortung, die sie da haben, aber bei Valve weiß man ja nie. Einfach von der Art des Designs her so ein bisschen an den Kistengang auf Inferno aus Counter-Strike 1.6
Weil da ist man ja auch aus dem Spawn gekommen, ne, was jetzt Ruine ist in CSGO. Und da gab es dann noch so einen kleinen Gang, da waren ein paar Kisten, deswegen hieß der Kistengang. Und von dort aus bist du dann auch ja, direkt auf den Spot gekommen, wie Beet bei Ruine. Also den haben sie im Endeffekt halt nur verändert auf Inferno, indem da jetzt die Ruine ist und man da noch ein bisschen mehr Deckung hat. Aber das finde ich halt für mich einen ähnlichen Drive. Und auch interessant, dass sie zwei Ausgänge gemacht haben. Ja. Weil dadurch hast du natürlich nochmal eine neue Herausforderung im Afterplant, dass du entweder den Raum komplett kontrollierst oder du zumindest, was weiß ich, hier vom Plateau die Seite im Blick hast, weil dann kann auf der anderen Seite auch keiner rauskommen. Ja, das ist natürlich, oder halt von der anderen Seite, ja. Wenn ich hier kurz drin stehe, habe ich natürlich auch einen sehr geilen Blick in Richtung Seitengang rein, ich nenne es jetzt einfach mal so, sodass dann niemand links rauskommen kann. Aber es gibt natürlich, wenn jetzt zum Beispiel bei einem Retake die Smokes hier hinfliegen, ne, dann habe ich natürlich einen dieser Winkel schon mal weg und dann kann ich auch versuchen, an dem Gang schon mal besser vorzukommen. Ich weiß nicht, haben die hier offene? Die haben hier noch so ein offen. Ey, das ist ja richtig dumm. Das ist hier hinten offen. Ja, ich denke mal, das ist für Retake-Flashes gemacht. Da ist dann aber auch diese riesen Wand hier hinten, ne? Ach so. Oh, ja. Das Einzige, was man da machen kann, ist wahrscheinlich irgendwo so in die linke Richtung flashen. Ja, denke ich auch, so dran vorbei, ne? Ja. Drum Throw oder so. Dann kommt die hier oben auf, dann ist das halt okay, aber was man, glaube ich, gar nicht blind kriegt, ist dann wahrscheinlich hier hinten. Obwohl, doch. Also es gibt so ein paar Angles, glaube ich, die sind ein bisschen tricky, weg zu flashen. Geht Refrow Last Grenade? Geht das nicht? Das müsste gehen. Ja, doch, mich hat's erwischt. Ah ja, geht. Kommt gerade. Ja, ich wollte auch nochmal gucken. Ja, oh Junge, die ist ein richtiger Komet, ey. Aber ich meine, lang bin ich halt nicht blind, ne? Also nee, weil sie so hoch ist. Ja. Weil sie so hoch da ist. Muss schon jemand echt knapp daneben. Ja, durch den Engel, weil das so eng da ist kann man nur... Das ist wahrscheinlich effektiver, wenn ich hier ranlaufe und hier oben die Flash gegenwerfe und dann... Ja. Mit dem Rücken reingehen. Oder hier einfach aus dem Spawn mit Jump Flow einfach darüber. Ja, genau. Irgendwas da, in die Richtung. Aber das ist halt, ne, auch wieder so ein Punkt, wo es wahrscheinlich auch darum ging, eher Smokes zu werfen. Weil wenn man hier, was weiß ich, mal grob anzielt. Gut, das war jetzt zu grob. Ne, aber grobe Richtung passt, ne? Da kann man schon mal den Akkurzwinkel kann man schon mal mitnehmen. Ja. Und hier kann man Ruins absmoken, also diesen Gang hier. Wenn, der Gang ist ja nur, wenn ich links an der Seite stehe, der eigentliche Gang hier. Auf den Spot. Der ist ja nur, der hat ja sogar, wenn ich hier links an der Wand stehe, einen Minischlitz, wo man durchgucken kann. Das heißt, der Seitengang ist halt ultra wichtig wahrscheinlich. Also so erste Vermutung, ne? Ist wahrscheinlich ultra wichtig für die Retake-Granaten. Was die Smokes dann angeht. Ja. Aber ich finde halt bei dem Gang, der ist so eng, wenn du da einen Molly reinhaust, da hast du erstmal 20, 30 Sekunden. Das ist so. Da können wir natürlich auch über Retakes und sowas sprechen, ja. Ne? Weil es gibt ja Maps wie Train, wo du jeden Spot gut retaken kannst, oder auch Maps auf Inferno, wo du in fast jeder Situation, wenn du den Spot verlierst, sagst, können wir nicht mehr angehen, ne? Ja. Dass du dann saven gehst. Wie retake-lastig ist die Map, ne? Und der A-Spot, schwierig, ne? Wenn was weiß ich, wie auf Inferno, wenn auf Inferno die zwei Spieler dort schnell fallen sollten, weil man zum Beispiel um die Halle direkt fightet und versucht, die unter Kontrolle zu bringen, ähnlich wie die Banane, ne, auf Inferno. Und der Gegner hat halt mega, mega gutes Timing dadurch, dass er hier direkt in den Gang reinkommt. Dann hätte ich zum Beispiel keinen Bock mehr, da als CT hinzugehen. Ne? Ich glaube, da ist die Runde dann auch weg, weil dann die Rifles wahrscheinlich gefallen sind. Ja. Und wenn man ja wahrscheinlich mit einer AWP spielt, hat man eh eine AWP im Retake und die ist auf. Ich glaube, die ist eigentlich relativ useless, einfach außer Granaten zu geben, dann, wenn man A retaken will. Ja. Ich glaube, generell zum Retaken ist es hier sehr schwer. Ja, beide Spots. Gerade auf B hast du ja auch nur die eine Möglichkeit dann, ne, dass du halt hier an der Kreuzung durchkommst und dann hier hinten diese, ja, wie nennt man das, das L ausspielst, ne? Ja. Und dann kommst du, dann hast du zumindest zwei Winkel, aus denen du angreifen kannst. Aber auch wenn ich jetzt hier reinkomme. Ja gut, eigentlich relativ gut machbar, ne? Ich kann hier die Deckung nehmen, ne? Kann hier erstmal checken, ob ich von da angezielt werde und mich von hier dann weiter reinarbeiten. Ja. Du kannst auch schön zwei Crossfire machen, wenn einen hier hast, in L und einen hier. Ja, und vor allem, wenn ich da ja eh schon durch bin, dann habe ich ja gleichzeitig auch die Ecke hier schon gecheckt, ne? Das heißt, da kann dann nur mit Timing schon noch einer drin stehen. Mhm.
Kann man nicht hier irgendwie drinstehen? In der Ecke, okay, das geht auch. Ja. Aber da habe ich also schon Molly gefunden. Ich finde also, der B-Spot sieht für mich leichter zu retaken aus als der A-Spot tatsächlich, weil man kann, glaube ich, relativ viel clearen. Die Skybox ist hoch genug, um wahrscheinlich da abzusmoken, diese Ecke zu mollyen. Und dann hat man quasi eh nur noch hinter dem Pillar und Leute, die hier drin hinten drin stehen, in dieser, was ist das hier, in dieser Ruine. Ja, nennen wir es Ruine. Ja. In dieser Ruine. Und dann hat man den B-Spot ja wieder. Ja. Dadurch, dass vielleicht T's relativ viel Util ausgeben müssen, um sich Raum zu erkämpfen hier hinten, wenn CT's das early nehmen, könnte es passieren, dass halt T's nicht mehr so viel Util im Afterplant haben, um alles zu blocken. Da ist natürlich dann ein Retake deutlich angenehmer für CT's. Ja, da denke ich auch, dass der B-Retake der effektivere sein könnte. Weil ich habe mir noch an A noch den Gedanken gemacht, ne, wie ist es hier mit Kurz? Ne? Das heißt, wenn ich Mitte-Controller als CT habe, aber A schnell verliere, kann ich natürlich versuchen, schnell hier reinzukommen. Ne? Aber das ist dann so die letzte Rettung. Angenommen, hier der AWP-Spieler stellt sich hier vorne hin und hat dann den Cross hier, ne, dass er in die Richtung hier zielt. Ja. Dann weiß er, dass der Gegner mit dem entsprechenden Timing, ne, noch nicht im Seitengang drin sein kann. Und Das ist dann wahrscheinlich auch ein sehr entscheidender Winkel in dem Moment. Das könnte eine Map werden, wo Backstabben, wo das Durchlaufen, weißt du, also sehr wichtig sein könnte. So in der Theorie die A-Spieler fallen und man hat sich an B ein bisschen aggressiver aufgestellt, dann muss ich ja immer die Entscheidung treffen, will ich jetzt in der Mitte durchlaufen und dann direkt hinten dran sein am Gegner oder nehme ich über den sicheren Weg und laufe hinten über CD-Base, ne? Und Die erste Idee, die ich im Kopf habe, oder das erste Gefühl dabei ist, dass das Backstabben wahrscheinlich der schnellere Weg ist und der effektivere Weg. Ja, und gerade weil die Mittelkontrolle für die CTs in der Theorie leichter sein sollte, ist das halt eine Möglichkeit, auf die Ts dann immer gefasst sein müssen, wenn sie mal gut Richtung Spots vorkommen. So, ja, also ich glaube auch, dass Leute, die flanken wollen, das um einiges angenehmer in der Map hier, glaube ich, haben, weil wenn diese Mittelkontrolle man hat und man lässt die anderen Stress machen, dann hat man ja auch auf dem B-Spot relativ einfaches Spiel, wenn man hier hinten durch ist, man lässt seine Teammates Stress machen, man kommt ja hier hinten einfach rein. Man kommt ja von überall relativ, von der Mitte aus kommt man von überall relativ schnell in Richtung Backstab. Okay, ist echt krass, ja. Das heißt, vielleicht Mirage 2.0 von, also jetzt ist ja Mirage sehr Explode-heavy, sehr Execute-heavy auf Spots, aber vielleicht viel um Mitte gefeite und dann von der Mitte aus was machen, um den CTs einfach wenig Raum fürs Rotieren zu geben. Ey Jocke, komm mal her. Hier. Guck mal, kann man hier ein Türmchen machen? Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Sieht man das? Triple Tower wahrscheinlich. Ist noch ein Triple? Oh, okay. Sind wir so krass? Ja. Ja, also man kann da hinten diesen Gang abzielen. Aber es gibt hier wahrscheinlich keine Ecke, um sich reinzubacken. Okay. Also man könnte. Also man kann schießen, aber bringt nicht allzu viel. Ja, das wird wahrscheinlich funktionieren. Ah, du meinst dann ganz nah dran, ne? Ja, wahrscheinlich ganz nah dran und dann nach rechts gucken. Vielleicht. Ah, das nee. Ist nicht hoch genug. Ist nicht hoch genug, okay. Nee. Aber ich habe auch nicht gestanden, ne? Ja, ich glaube trotzdem nicht, weil das ist wirklich sehr hoch, weil hier oben gibt's noch diese. Das geht hier noch höher hier oben. Okay. Ja, ich seh's. Weil ich bin da wirklich sehr gespannt. Also, so vom Grund her gefällt mir diese Map, bis auf, dass die ganzen Wände grün sind. Weil da muss ich mich wieder mit Leuten rumschlagen, die diese dicken grünen Models spielen. Ja. Und dann steht der hier vor und dann sehe ich den einfach nicht mehr. Der ist dann einfach weg. Ja, das visibility-technisch ist das halt echt eine Nullnummer von Valve. Ja, grüne Map, grüne Models, es ist für uns nicht so gut. Wir machen halt mit den Gegnern eh immer, dass wir ohne Models spielen, weil ich finde es halt angenehmer. Ezea hat die ja ganz aus zum Beispiel, deswegen ist das ja kein Problem. Die machen das über Plugin, ne? Ja, die machen das über einen Anti-Cheat einfach. So, das eine, was ich glaube ich noch zu dieser Map hätte, ist, wenn man denn als T einen Weg findet, gut Mitte zu nehmen. Ja. Das erinnert mich halt ein bisschen an Mirage hier. Ja. Ich glaube aber, dass man einen Nachteil hat als T. Man hat nicht so viele Möglichkeiten, wenn man offen steht, sich irgendwo zu verstecken. Es gibt,
halt diesen Punkt, ja, wo man reinkommt. Aber ansonsten, was will man als Tee machen, wenn man Heavy über Mitte versucht aufzubauen und da kommt eine Flash rein und hier kommen Leute raus, weil ja, die Tees können nicht nirgendwo stehen, Anti-Flash, mhm, weil es ist einfach ein offener Hof. Ja. Das war so ein Punkt, wo ich noch sage, ja gut, vielleicht das heißt, irgendwie Möglichkeiten hier in der Mitte zu schaffen, für Tees sich ein bisschen leichter zu hiden vor Flashes. Und die CTs können halt vom Timing her auch ruckzuck hier unten in der Ecke sein, sodass du halt wirklich sehr sauber arbeiten musst, das Ganze abzuzielen. Und dementsprechend, was könnte man da als Konter dann machen, um dem aus dem Weg zu gehen, halt, wenn du die Mitte anspielst als T, dann halt von Anfang an sagen, wo du hin willst, ne? Dass du sagst, ja, du gehst direkt hier Richtung Akkurz oder es geht vor allem darum, den Weg in Richtung B dann freizuräumen, dass du, was weiß ich, ey, so eine kleine Idee, die mir gerade gekommen ist, hier unten machst du eine Smoke-Wall hin, ne? Zwei Smokes in die Mitte, mhm, und hast dann sozusagen die Möglichkeit, hier reinzulaufen. Und klar, musst du über die Kiste, ja, noch ein bisschen aufpassen, falls hier was ist, aber dann kannst du zumindest von einer anderen Seite noch versuchen, den B-Spot anzugreifen. Ja. Und das ist dann so, auch recht schnell, ja, ne? Das ist so dann alter Cash-Style, den früher gespielt haben, mit diesen Mitte-Cross-Smokes, wo man ja auch diese Doppel-Smokes die gespielt hat. Ja, ja, die von links rechts. Ja, ja. Das hat mich gerade genau daran erinnert, wo man ja auch die Hälfte der Mitte nur eingenommen hat, um eventuell in Schacht zu kommen. Ja. Das hat schon ziemlich eine Ähnlichkeit jetzt eigentlich damit. Oh ja, nur, dass oh man ja halt von einer Seite kommt und nicht von der Mitte aus. Und ich glaube, die Leute, ne, da gab es dann noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber ich glaube, das gilt generell für die Map. Sie wirkt in ihren Möglichkeiten, zumindest auf den ersten Blick, ein bisschen limitiert. Ne? So, wie viele Möglichkeiten haben die Tees, wenn sie die Mitte einspielen? Ne? Du brauchst schon eine Smokeball, um dann gut was Richtung B machen zu können. Du musst sehr schnell deinen Plan ausführen. Das heißt, zum Faken, wie mit Mirage in der Mitte, ist es dann auch nicht wirklich. Naja, aber man könnte geeignet natürlich, also ich habe schon gesehen, also eine Smoke, wenn du eine Smoke hier hinkriegst, kannst du natürlich Tür, das hier auch, kannst du das hier auch easy mollen. Wenn jetzt zum Beispiel einer hier auch passen könnte, kannst du natürlich auch irgendwie hier clearen. Also. Ja, aber das Problem ist, ja, in die Situation zu kommen. Ne? Also, du musst erstmal warten, weil wenn du rausläufst, jetzt bin ich hier stuck, wenn die CTs kommen, die unten den Molotow hinwerfen, aha, dann musst du wahrscheinlich erstmal warten oder halt eine eigene Smoke werfen, um den zu löschen, ja, um dort dann aus der Smoke rauszulaufen. Das heißt, da brauchst du irgendwie eine Bandenflash hier gegen, damit du, während du durch die Smoke läufst, noch eine Flash im Rücken hast und so, kann der Gegner die Flash dann dodgen, weil er den Boden hier hinten vielleicht einfach nicht komplett sieht oder so, ne, dann... Das heißt, die Flash muss dann gut sitzen. Ja. Durch eine Smoke laufen ist halt immer ein Risiko. Ich glaube, am Anfang Mitte-Kontrolle zu bekommen für die T-Seite, das hatte ich auch in den Games, die ich gespielt habe, da war die Mitte immer echt sackschwer, wenn du da auf T warst. Dann kannst du natürlich versuchen, in der Mitte noch ein bisschen mehr Druck aufzubauen, weil du einen zweiten Winkel hast und so. Aber selbst in diesen zweiten Winkel reinzukommen, ist halt ein Arsch voll Arbeit auf gut Deutsch, ne? Also es ist jetzt nicht einfach mal so, dass du da einfach einen anderen Laufweg nimmst und dann bist du da, sondern du musst erstmal um die Räume kämpfen, bevor du da hinkommst, und das ist die Zeit, die dir da natürlich fehlt. Timing ist nochmal eine ganz andere Sache, weil es der längere Laufweg ist. Aber allein die Arbeit, um dorthin zu kommen, da kann es auch schon mal 30 Sekunden dauern, bis du da bist, je nachdem, wie hart die Gegner das contesten da an der Dorf. Genau. Wo wir jetzt mal so schön hier rumstehen, was haltet ihr von diesem Kreisverkehr, den die hier reingebaut haben? Ich hab keine Ahnung, Mann. Du kannst halt hier boosten. Das ist das Einzige, was ich gesehen habe. Also, ich habe eine ganz schwierige Sache. Genau. Ich glaube, Valve wird irgendwann diese Wand hier wegmachen. Ja. Welche Wand? Hier die. Okay, ja. Weil dann hat man einen richtigen Kreisverkehr mit drei Ausfahrten. Dann geht's nämlich richtig los, weil dann muss man als CTs noch um diese Kontrolle hier hinten fighten. Ja, genau. Damit CTs nicht einfach so einfach hier in diesen Gang reinkommen. Ey, wenn die das aufmachen, dann ist die Map halt... Junge, dann ist halt komplett vorbei mit der Map. Ja, weil dann haben Ts nämlich die Möglichkeit, Mitte über A zu splitten und einfach hier über Mitte Kontrolle zu kriegen von hier unten. Ja. Wobei, ey, es ist gar nicht so verkehrt, ne? Vielleicht würde das dann, also ich denke mal, am Anfang wird diese Map sehr CT-lastig werden wahrscheinlich, weil viele enge Gänge und so weiter, um das vielleicht aufzumachen, Zugriffswege für Ts, wenn die das schon so eng gestalten, muss man halt wahrscheinlich andere Zugriffswege für Ts, andere Möglichkeiten bringen, um das reinzuholen. Und das ist natürlich einfach aufzumachen und dann zu sagen, ihr CTs müsst jetzt weiter vorne anfangen zu halten, aggressiver spielen, ohne
wenn ihr nicht aggressiv spielt, lasst ihr den TS viel zu viel Raum, um Sachen zu machen. Deswegen, also ja. Eventuell, also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass diese Wand sehr brüchig, glaube ich, bei Valve noch ist. Die hat doch schon Risse. Ja, stimmt. Ich habe mir gerade gedacht, hier irgendwie, was weiß ich, wenn du alle Kerzen auspustest, fährt die Wand runter oder so. Weißt ja, oder wenn man alle Kerzen auspustet, hat man auf jeden Fall 200 FPS mehr, glaube ich. Ja. das kannst du jetzt weder mit einem Train noch mit einem Dust 2 oder so vergleichen, die dann viele lange Räume bieten und sowas, ne? Oder offene Räume bieten, du kannst schnell backstabben und so weiter. Das hat wieder was von einer Größe wie Vertigo, finde ich. Ja. Ein bisschen größer ist es schon, aber genau. Kleiner als Vertigo geht kaum. Das könnte so ein, ich glaube, das könnte so ein Inferno 2.0 werden, wo einfach so nach ein paar Wochen genau gewusst wird, um den Kontrolle muss man fighten. Zum Beispiel Inferno Banane, man sollte Banane-Kontrolle haben. Das wird es dann wahrscheinlich hier auch geben und dann ist die Map quasi durchgespielt. Ja. Weil ich glaub, viel Raum für Spekulationen gibt es ja eigentlich nicht. Ja, ich denke, ja. die Inferno-Banane wird dann hier Construction sein. Ne? Genau. Ich hab das direkt übernommen, Jocke, siehst du? Ja. Ja, habt ihr die Timings schon mal angeschaut? Weil dann könnten wir das ja auch noch mal kurz durchmachen. Lauf ich als T mal auf A und dann sehen wir ungefähr, wo wir uns connecten. Das wäre doch mal dann noch interessant. Ja. Also soweit ich weiß, kann man... Wann gehen wir los? Bei 30? Warte, ich laufe einfach los. Ich mach einfach RR. Einfach RR, genau. Ja. Ne, du bist halt super früh da. Hier sind wir. Bist du A oder B gelaufen? Ich bin Richtung A gelaufen. Jetzt kommst du jetzt an? Erst. Okay, da steht hier, da steht halt eine AWP schon seit 10 Sekunden hier seit und langweilt sich. Ey, mach nochmal, ja. Ich habe jetzt auch nichts gekauft, ich laufe jetzt aber durch. Ach du heilige Scheiße. Ich lauf mal so lange, bis ich dich sehe, okay? Mhm. Guck mal. Ey, du kannst den Fight an der Treppe suchen. Eine AWP kann das hier halt machen. Ja, genau. Eine AWP kann das anzielen und man kann eine Rifle hier durchschicken, die dann einfach auf Bait hier steht. Ey, das ist halt so CT-lastig. Machen wir mal Mitte. Ja. Ja. So, ich hatte jetzt noch Topspawn Mitte, ne? Dann würde ich jetzt den Molotov werfen, der wäre jetzt aufgegangen. Echt? Grob? Ja, der wäre jetzt schon offen. Ne? Oh, wir können sogar hier bieten. Ja. Okay, ja, das ist das Ding. Mach mal RR, ich will nochmal Mitte machen, dann werfe ich den Molotov mal wirklich. Ja. Jetzt hatte ich sogar den schlechteren Spawn, aber ich werfe ihn trotzdem, weil das macht keinen großen Unterschied. Ich habe den Molotov sogar direkt spät geworfen. Also ne? Das ist das schon. Ne? Das also okay. Die Timings auf der Map sind komplett lost, meiner Meinung nach. Ja. Ja, wenn du da jetzt richtig Mollys, richtig Smokes, das machst du. Und jetzt B, ne? Jetzt B. Ja. Ich kann mal rüberfliegen, ich guck mal, wo man ungefähr ankommt. Ich lauf einfach weiter, ich mach mal den Molotov, den du gesagt hattest. Oha, also ne? Wenn es einen guten Molly gibt, also wenn man von hier hinten einen Fixpunkt hat. Musst du relativ früh werfen, ja. Wenn du hier rausläufst, musst du den los. Vielleicht gibt es dann irgendeinen von hier oder sowas, der das blockt. Muss man natürlich rumexperimentieren, aber der T ist halt ungefähr hier, wenn der Molly aufgeht. Ja, du kannst. Das heißt, man kann diese Door blocken. Hattest du guten Spawn Richtung B? Ich kann ja nochmal machen. Wir können auch mal tauschen. Nee, ich will es nochmal gucken. Weil wir lass einfach mal reinlaufen, bis wir uns sehen, okay? Und dann stehen bleiben. Ich mache jetzt nochmal her. Ohne Granaten oder so. Nee, ich laufe einfach straight. Straight, kein Bunny Hop. Bunny Hop ist ja dann auch nochmal so ein Timing-Ding, ne? Ja, wird eng mit dem Molly, aber ich würde sagen, ist möglich. Auf jeden Fall. Aber du brauchst den Molotov dann, ne? Okay, das ist dann natürlich das Timing, wo ich sage, du kommst hier immer raus als T. Ja, also ich würde bestimmt hier rüberkommen. Wenn da nicht contested wird mit Granaten, kommst du auf jeden Fall zumindest Richtung Construction. Und das ist ja dann schon mal ein wichtiges Ziel, ne? Ja. Jetzt machen wir es mal so, mach nochmal RR, dann laufe ich mal über Construction Richtung Mitte und du läufst dann auch über B Richtung Construction, okay? Ja. Genau, aber das Mitte- und A-Timing ist halt lost hoch 10. So, und jetzt bin ich hier, bin Construction drin und ich konnte dich schon ein bisschen anzielen. Ich habe abgestoppt. Krass. Ne? Also ich glaube, wenn man guten Spawn Richtung B hat, dann kann man auch ruhig mal hier mit der AWP einen Peak reinsetzen, zurückgehen, Molotov hier hinwerfen. Ja. Dann könntest du auch schon hier auf dem Weg oder weniger dir selber eine Backside-Flash geben. Ja, und damit, finde ich, wird Construction halt auch der Gang Richtung B wird wahrscheinlich Map-Control bedeuten. Mhm. Also grob, ich weiß nicht, wie du es siehst, Jockel, aber das ist der einzige Raum, jetzt mal for real, Jockel, das ist der einzige Raum, um den die
um denen die Ts fighten können, ohne ultra viel Utility einzusetzen. Ne? Kann sich mal jemand hier da hinstellen, wo ich gerade stehe? Mich würde jetzt nämlich eins interessieren, ob eine AWP von hier oben. Ja, okay. Ja, locker. Also kann ich jetzt schon sagen, dass man das hier mindestens werfen muss. Und das, man, heißt, das ist eine Skybox. Ja, hier ab hier ist eine Skybox. Das, oh nein. Ach du Scheiße. Dazwischen geht's. Du meinst, ich stell mich einfach hier hin und ziel das an, ne? Ja, das heißt, man muss immer diese eine Flash hier irgendwo drüber kriegen, damit man diese AWP fullblind kriegt, weil von hier kann man alles sehen, was da reinkommt. Mach nochmal Restart, ich kaufe AWP und dann ziele ich den Winkel an, dann laufen wir da mal hin. Yep. Ich weiß, was du meinst, weil dadurch muss ich nicht runterlaufen und krieg wahrscheinlich das Timing gegen den Spieler, der oben steht. Oh ne, aber er ist schon da, also, ja. Er war schon relativ schnell da, aber auf jeden Fall... Ding, ne? Aber das ist ja Topspawn gerade, ne? Das ist einfach... Ja. Das mit Topspawn. Wie groß ist dieser T-Spawn? Wenn ich da hinlaufe und unten einen Molotow einfach in die Ecke werfe, dass er mich da nicht contesten kann, dann kann ich trotzdem reingucken. Ne? Das heißt, wenn ich einfach hier hin einen Molly werfe, dann kann man sogar rein contacten, wenn die Gegner kann man rein contacten, aber er war jetzt auch komplett in die Ecke geworfen. Ja. Aber wenn ich jetzt einfach hier unten gegen den Molly werfe, dass er ein bisschen abprallt, dann kann er da nicht reinlaufen und dann fange ich den zweiten Spieler oder dritten Spieler ab, der von hinten kommt und kann wieder weg. Ne? So ein richtig fieser Pick, weil ich vielleicht den Spieler nehme, der normalerweise Support-Granaten wirft und so ein Kram, der dann in den Raum rein möchte. Und ansonsten ist es halt, ne, wenn wir über die Mitte reden, dann musst du hier unten wahrscheinlich den Molly abwarten und da fliegt dann einfach kurz bevor der weggeht noch eine Smoke drauf. Ne? Das heißt, entweder du musst halt Risiko gehen durch die eigene Smoke durch, wenn du den Molly löscht, oder haben wir ja eben schon drüber gesprochen, wenn du Richtung A gehst, dann hast du das Ding, dass du vielleicht sogar erstmal anzielen musst, ob hier hinten eine AWP rumkommt. Aber gleichzeitig verlierst du durch das Warten den Raum hier in der Seite, ne? In den eine Rifle rein kann, ne? Und da hast du dann wieder das Ding, wenn du hier stehst und einfach hier den Winkel hältst und einen abfängst, sei es mit einer Rifle oder halt mit der AWP, läufst zurück und smokst hier die Ecke ab, zum Beispiel, dass du rauskommst, dann hast du ein super gutes Rückzugsspiel mit diesem offensiven Winkel. Das ist dann wie... Banane tiefen Blick haben auf CT-Seite. Ne? Also auf den ersten Blick würde ich sagen, musst du auf der T-Seite um die A-Hall fighten, damit der Gegner da nicht zu früh die Info hat, ob du Richtung A aufbaust oder nicht, weil er ansonsten direkt mit drei Leuten auf B stehen kann. Und gleichzeitig musst du natürlich super vorsichtig sein, wenn du Richtung Construction reingehst. Weil du in dem Moment, weil dich eine AWP da relativ leicht, ne, picken könnte, müssen wir warten, wie es dann tatsächlich aussieht. Musst wahrscheinlich schon mal ordentlich Utility einsetzen, um hier hochzukommen. Und gleichzeitig dann hier am Chokepoint noch aufpassen, bevor du die Mitte reinkommst. Ne? Wenn du, klar, Construction-Kontrolle hast und den Raum hier hast, wenn du gleichzeitig noch jemanden in Main Hall drin hast, dann kannst du danach gut die Mitte anspielen. Aber die Mitte ist meiner Meinung nach total das Gebiet der CTs. Also AWPs, ich habe das jetzt mal so durchgespielt, wie ich AWP spielen würde. Man ist ja hier vorher, bevor der rumgeht. Ja. Das heißt, man kann hier schießen, dann kann man an die Kante gehen schießen, dann kann man hier hingehen schießen und dann kann man sogar noch hier dann die Mitte selber halten. Ja, und also guck mal, wenn du hier stehst, oh sorry Mann, dann ab in den Kreisverkehr. Lässt sich zurückfallen, ne, und kannst dann vom anderen Winkel nochmal anzielen. Ne? Also du hast dann selbst aus dem Raum nochmal zwei Möglichkeiten zu arbeiten. Das ist halt schon dreckig, ne? Also Mitte wird für AWP-Spieler wirklich schön sein, weil man kann einfach überall hinter jede Ecke zurückfallen. Ja, ich glaube, du brauchst jemanden, der in der Mitte Druck aufbaut. Mhm. Also der hier steht und zumindest an der Smoke, die dann kommt, die ist sehr breiter Gang. Es kann sein, dass die hier nicht mal perfekt liegt, dass die eine kleine Lücke hat oder so. Ne? Ja. Aber die Hauptaufgabe für mich in der Situation ist, zu verhindern, dass der Gegner über die Mitte Richtung Construction laufen kann und dann eben noch aus einem Winkel kommt, den meine Mates vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Ja. Ne? Das ist dann nochmal so ein aggressive Move. Wenn ich hier hinter der Smoke warte und versuche Druck aufzubauen, den Molotow da hochwerfe oder an die Kiste werfe, die Construction-Kontrolle bekomme, dann wird das in der Mitte durchlaufen für den Gegner natürlich super schwer. Ne? Mhm. Das ist halt der Moment, wo du dann verzögert in die Mitte reingehst. Ne? Aber es wird dich erstmal Zeit kosten. In den ersten Sekunden in die Mitte zu gehen, kannst du nur machen, wenn der Gegner den Molotow nicht wirft. Und ich weiß nicht, wie du siehst, Jockel, aber wenn ich CT-Seite spiele, würde ich ja jede Runde einen Molotow reinknallen. Ich glaube auch.
Ne? Und einfach und den Gegner einfach dazu zwingen, schon mal eine Smoke zu wasten. Ob hier jemand durchgeht oder nicht. Ne? Ja. Das heißt, ich höre, was weiß ich, da sind zwei, drei Leute Richtung Ahol gecallt, lass ich mir von meinem B-Spieler eine Flash geben und ziehe hier einmal rum und check, ob die hier vorne an Construction stehen. Dann kann ich den Winkel vielleicht sogar halten. Da wären so Gammelpositionen wie hier auf Construction, denke ich, wichtig. Oder diese kleine Ecke hier vorne, dass ich nochmal in die Deckung kann und den Gegner vielleicht punische. Und wenn ich dann merke, ey, hier steht gar keiner, ich gehe vielleicht mit der Pistole in der Hand dann noch vor, check die Ecke und merke, ey, B ist frei, dann kann ich den Raum hier einfach halten. Dann habe ich einen Mittelspieler, der mir sagt, dass über Mitte niemand zu Construction kann. Ich stehe dann hier oben mit der AWP, habe einen tiefen Blick in Richtung Double Doors. Und wenn die dann Richtung B über ihren Spawn kommen, habe ich den Blick, kann diesen Mini-Choke-Point hier direkt absmoken oder mollyen, ne, und kann mich dann wieder zurückziehen und ich hole so viel Zeit mit meiner Utility raus, dass der Gegner wieder rotieren kann. Also den Gedankengang durchgespielt, sofern meine Mates an A gut blocken, kriege ich ganz, ganz schnell auf der CT-Seite die Kontrolle an der Position, wo nicht angegriffen wird. Und da kann man dann wieder den Gedanken weiterspinnen. Was bedeutet das für die gegnerische Seite? Ich gehe Richtung, ich habe immer wieder einen Lurker im Spiel, ne? Ich habe drei Leute, die A-Hall angreifen. Ich habe einen in der Mitte, ich habe einen vor B stehen. Und wenn mein B-Spieler das Risiko eingeht oder eine Granatenkombination hat, mit der Richtung Construction vorkommt, dann wird der Lurker natürlich unglaublich wichtig, dass er seine Frags gegen diese aggressiven Aktionen hier an B macht. Mhm. Aber sobald er schon getradet wird, ist das Problem da. Auch wenn die Rotation dann nicht kommt, ist die Info da, dass es wahrscheinlich A wird. Und dann kann der Mittelspieler ganz schnell, was weiß ich, er wirft noch eine Flash hier unten gegen die Mitte, geht mit der Flash hier vorne Richtung kurz. Und das ist der Moment, wenn der A-Zugriff kommt, dass er ganz, ganz schnell den Winkel auf den Spot halten kann. Ja. Weil ich kann die Bombe nicht legen auf dem Spot, wenn ich nicht hier eine Smoke geworfen hat oder zumindest A kurz kontrolliere. Ne? Wenn ich das fällt mir jetzt erst auf. Ne? Dieser Bombenspot ist mega klein. Mega klein, ne? Wenn ich mich hier hinsetze, werde ich von hier hinten gesehen. Und dementsprechend muss ich richtig vorsichtig sein beim Bombenplant, dass der Winkel hier zu ist und du kannst nicht mal sauber hier hinter der Kiste legen. Es gibt einfach keine Deckung beim Planten. Nee. Es gibt keine Deckung, wo du mal sicher einen Plant machen kannst im Risiko, weil du immer von kurz geholt werden kannst. Und selbst wenn man das hier so macht, man kann einen Fixpunkt sich schon dafür suchen, um einfach diesen sicheren Spot, wo man ja legen will, wahrscheinlich, man will ja wahrscheinlich hier legen, damit ein Gegner, der defused, nach unten gucken muss, das heißt, den einfach bangen, dann muss der woanders legen und dann, ja, also Ersteindruck von mir ist extrem CT-lastig. Ja, da schließe ich mich an. Ich habe von hier einen super Blick da oben hin, ne? Das heißt, und dann kommt meine Smoke hier. Dann kommt die Smoke, Und dann kommen die Sissy State Punks, so geil wie sie unterwegs sind aktuell. Jockel läuft mit Ponke Richtung kurz rein, man macht hier hinten ein Türmchen und dann zielt Jockel da einfach über die Smoke Richtung kurz. Okay, ne? also wenn ich dann da ziele, läuft glaube ich was falsch. Ich glaube, du kannst einfach so auf meinen Kopf springen, weil ich unten bin, oder? Oh, noch viel besser, ey. Okay. Leute, würde dir das sehen? Smoke nochmal? Ah, ja, wenn die Smoke da liegt. Ja, okay, wenn die Smoke nicht so, also wenn die so ganz normal liegt. Ah ja. Wie gesagt, easy. Man kann von hier oben einfach drauf springen, man ist viel höher, Das kannst du dir auch nochmal angucken hier. Jetzt bin ich gerade stuck in dir. Der Spieler, der hier steht, muss ich nicht mal ducken, weil hier die kleine Erhöhung ist. Oh ja. Das bedeutet, dass du instant schießen kannst, ne? Nicht diesen Sprung machen. Ist halt mega, mega, mega wichtig. Ich glaube, ich habe richtig Lust auf die Map tatsächlich zu sagen. Also es gibt hier. Aber nur TT-Seite, ne? vielleicht sogar T-Seite, wenn man rausfindet, wenn das hier wie eine Banane ist, um darum zu fighten, wo man besser raus hat, wie man das fightet, ich glaube, dann kann man viele stärkere Teams auf dieser Map relativ schnell sogar besiegen, weil man dann selber mehr weiß, also weil man vielleicht diesen Spielstil mehr drauf hat, Inferno ja schön eine meiner Lieblingsmaps so und das ist genau mein Spielstil, da irgendwo Util rein und dann Raum nehmen und so weiter, gucken, was man damit machen kann, Early Fight nehmen und so weiter. Vielleicht war das genau unsere Mainmap hier. Wir haben noch gar nicht über den Choke Point hier in der Ruine gesprochen. Oh ja. Ne, weil er ist natürlich auch besonders so eine, würde sagen, halt so eine geile Position für einen Lurker, weil er schnell an der Mitte sein kann, schnell am Spot, geil, helfen. Ja, geile Pose für Impuls von EAN, der sich dann hier mit einer Autopumpe hier einfach reinstellt. Ja, richtig schon das nächste 4K. Aber hier kannst du auch Wallbangen, ne? Muss man beachten.
Ja, aber das Ding ist, der Raum gehört ja erstmal den CTs. Das heißt, der Bang ist erstmal irrelevant. Ja. Du kannst hier komplett den Plant bangen. Außer er ist hier relevant, oder? Lol. Genau, außer er nimmt die Säule mit, klar, das geht. Ja. Wenn du ein B-Split hier drüber spielst, gibt dieser Raum hier, der Side Entrance, gibt halt unglaublich viel Deckung. Ne? Also du hast diesen ganz kleinen Choke Point, den du abzielen musst, und gleichzeitig kannst du erstmal ignorieren, was hier auf den Spot läuft, weil die in den Raum rein müssen, um dich zu holen. Das heißt, es gibt dir einen guten, sehr guten Rückzugsweg, und gleichzeitig bist du nah am Spot dran, was es wieder CT-lastiger macht. Ne? Ja. Deswegen finde ich den Raum hier, wenn ich nicht unten an der Rampe fighten will, was natürlich wichtig ist, wenn ich merke, ich kann den Fight nicht gewinnen, kümmere ich mich um den Raum und decke mit einem Passiv und habe vielleicht noch einen Spieler hier oder sogar zu zweit in der Ruine, dann habe ich immer noch eine reelle Chance, beim Drauflaufen auf dem Spot von der Seite Schaden zu machen und schwer zu traden zu sein. Was dann auch wieder für eine CT-Seite spricht, ne? Wo du dich dann auch wieder schwer, wo du dich dann sehr schnell um den Raum kümmern musst, und wieder läufst du durch einen Chokepoint, ne? Wieder musst du vielleicht eine Flash hier hinter die Kiste werfen, um reinzugehen, ne? Um zu fighten. Also utility-technisch ist das, finde ich, der absolute Horror für die T-Seite. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich würde mich wundern, wenn sie erstmal T-lastig aussieht. Bei dem Spielverständnis, was die Profiteams zumindest an den Tag legen. Ja. Für Amateure wird es wahrscheinlich erstmal andersrum sein. Ja, genau. Also ich denke mal, das kann man einfach so auch so sagen. Ich glaube, diese Map braucht jetzt erstmal Zeit. Erstmal Zeit, um zu gucken, was ist das, was wir jetzt so in der Theorie hier uns so gedacht haben. Was ist im Endeffekt einfach unsetzbar, und was sind vielleicht so ganz simple Counter, die wir jetzt gar nicht so uns überlegt haben. Ich glaube, jetzt braucht man einfach Wochen erstmal, wo man sagt, okay, jetzt gucken die sich die Map an, und ich denke mal, das ist so mein Abschlusswort für die Map. Genau. Ja, was würdet ihr sagen? 1 bis 10? Wie gefällt euch die Map? Schwer einzuschätzen. Also wenn das so CT-lastig wird, wie es jetzt ist, dann ist das wahrscheinlich so eine 2 von 10 erstmal, weil es einfach dann keinen Spaß macht mehr, als T zu spielen. Ich dachte schon, ich wäre mit meiner 3 niedrig. Aber ich wäre dann auf 3 gegangen, wenn sie wirklich so CT-lastig ist. Der Ersteindruck lässt sie halt nicht wirklich ausgeglichen aussehen mit den, wenn die CTs halt wirklich so gut blocken können, so viele frühe Räume fighten können und so weiter, so viel Information daraus ziehen können.